Ein wunderschönen Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Folge 201. Haben wir auch jetzt bei ETS 200 Folgen geknackt. Lol. Und ja, ich habe mir mal privat mal so meine älteren, also vor allem die ersten Folgen angeguckt. Also einfach meine Playlist von Anfang an begonnen. Weil ich mal gucken wollte, warum wir bei ETS eigentlich so extrem weit hinterherhängen im Vergleich zu ATS. Und ja, es liegt halt tatsächlich einfach daran, dass wir bei ETS die ersten, keine Ahnung, 50 Folgen nur rumgedudelt haben. Erstens habe ich die 60, fast 20 Folgen gebraucht, um überhaupt irgendwie auf Schwung zu kommen. Und dann haben wir auch sehr viel Geld erstmal in unseren LKW investiert und sonst kaum was gemacht. Von daher, weil wie gesagt, bei ATS, da haben wir schon 40 LKWs und 40 alles. Da sind wir schon ein bisschen weiter als hier bei ETS. Ja, gut, aber muss man natürlich auch dazu sagen, bei ETS haben wir natürlich begonnen. Das heißt, als ich mit ETS angefangen habe, hatte ich noch gar keine Erfahrung. Von daher, ne, dass man da dann langsamer startet, ist so völlig logisch. So, wir wollen gleich mal reinklotzen. Wir müssen noch ein paar Kilometer schruppen. Und wir müssen gegen die Fahrtrichtung starten, habe ich mir gemerkt. Da lang müssen wir. Da. Von daher, let's go. Oh, kommt denn der erste Verkehr? Die Straße ist frei. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. So, 1400 Kilometer. Eieiei, doch noch so viel. Das ist schon mal schön heftig. Also allein für 1400 Kilometer werden wir mindestens 4 Folgen brauchen. Weil wir so im Schnitt bis 400 Kilometer pro Folge schaffen. Wenn wir gut durchkommen. Also wieder das Fliegen ganz schön leise und mein Kopfhörer ganz schön leise. Weil die Geräusche vom LKW, die passen. Warte mal kurz. Eigentlich wollte ich das hier. Ah, so. Ja, es geht. Wir müssen noch definitiv bald pennen gehen. Hey! Aber gut, davon ist halt direkt ein Rastplatz. Direkt mal drüber weggerutscht hier. Oh! Hat die 1% oder kamen die jetzt gerade bei der Lieferung, bei der Fracht? Oh, danke der Woche mal. Ich würde schon mal überlegen, ich meine, wir haben ja schon 400.000. Wir können uns ja eigentlich direkt, erstmal gehen wir pennen. Vielleicht hört dann auch der Ring wieder auf. Wir wollten jetzt aber gleich zweimal pennen gehen, ne? Warte mal kurz, halt, stopp. 60 Stunden haben wir, wenn wir jetzt zweimal pennen gehen. Ah, das ist auf 37 Stunden runter. Sollte funktionieren, ja. Gut, da können wir gleich zweimal pennen gehen. Aber das ist wieder eine Nachtfahrt. Was jetzt auch nicht so schlimm wäre, aber es ist halt erst 22 Uhr. Wird also eine ganz schön lange Nachtfahrt. Nö, wir gehen noch mal pennen. Wir haben ja die Zeit. Von daher. So.
Dann kümmern wir uns erstmal ums Geschäftliche. Haben wir eigentlich aktuell Kredite? Nö, gut. So, das heißt, wir kaufen meine Garage. Und dann müssen wir mal gucken, wo eigentlich. Wir haben da oben eine. Da haben wir eine. Hier mittendrin haben wir eine. Hier ist die Stammgarage von uns. Ja, ich. Hinten haben wir auch eine. Also hier so im großen Mittelfeld, ne? Hier fehlt so ein bisschen was. Venedig. Oh, klingt schon mal nicht schlecht. Sagt mir hier irgendwas zu? Eigentlich nicht wirklich. 5 Kirschen. Lol. Ich glaube, wir nehmen Budapest. Das ist so genau in der Mitte so von allem. Wobei, ich guck mal, hier oben ist auch relativ viel frei. Also, nehmen wir hier Budapest. Ah, oh, hier kostet der 1000, also 20.000, nicht 100.000. Ah. Naja, ein paar LKWs sollten wir trotzdem noch kaufen können. So. LKW Manager. Wir haben Volvo, Scania, DAF und Mercedes. Und noch ein paar Volvos. Wait, warte mal kurz. Wo bin ich jetzt gerade da? Ach, schau mal, eine von unseren Garagen. Oh, wow. Ach, guck mal, die Garage hier war noch gar nicht fertig. Ja gut, das, Na, verdammt. Egal. Das heißt, wir brauchen jetzt. Ja, wir werden mal Volvos. Und zwar. LKW-Manager. Wir haben grün und rot. Und die stehen beide hier bei der Garage. Okay. Genau, da haben wir auch den grünen und den roten. Genau, das heißt, als nächstes kommt der gelbe. Der kommt jetzt erstmal nach Puka Dingsabums, da müssen wir später dann umswitchen. Den haben wir noch den blauen. Dann haben wir erstmal wieder 2 weitere LKWs. So. Ah, genau. Weiter der fünfte. Den können wir uns aber noch nicht leisten, da fehlen noch ein paar. 1000 zu 10.000. Aber ich so was, legen wir am Arsch. Ich will den haben. Wobei, ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr, weil wir brauchen auch noch die Angestellten, ne? Wenn ich jetzt 10.000 nehme. Nein, jetzt das reicht für Angestellte nicht mehr aus. Nehmen wir mal 50.000. Easy. So. Einfach, weil ich jetzt haben möchte. Volvo online kaufen. Da ist nämlich die dritte Garage dann auch schon gleich voll. So. Ah, der letzte freie Platz weg. Easy. Und brauchen wir noch 3 Mitarbeiter. Fahrer einstellen. Ja, der hat doch hier zumindest 2 brauchbare Dinger. Wo war nicht die andere kleine? Ach hier. Okay, da haben wir bereits überall Fahrer, gut. So.
Wie sieht es eigentlich überhaupt aus hier so mit Frauen? Also jetzt ist es schon mal eine sehr gute Bewertung. Ich glaube, dann nehmen wir sie direkt mal. Du nimmst den blauen. Weißt du was? Ich glaube, wir machen einfach einen Frauensquad. Du kommst noch mit hier rein. Bam. Wollen wir uns jetzt gucken? Wieso war der jetzt? Warte. Fahrermanager. Und unser Philipp P. Haben wir den anderen Philipp auch schon? Wo ist denn Philipp N? Ne, Philipp N haben wir noch nicht. Lol. Aber dich würde ich gerne verschieben. Du kommst erstmal. Andererseits. Ich bin gerade überlegen, wie ich es am dümmsten mache. Ah, nee, komm, wir müssen bei den Kindern. Ich will gerade so ein bisschen die Garagen-Chaos aufräumen. Das heißt, du kommst mal komplett weg. So, jetzt erstmal. Also, was her damit? Ich hoffe, ich brauche nicht alles. wir brauchen Garagenmanager. So, dann bist du nicht erstmal aufgerüstet hier. Warum ist denn nur ein. Achso, sind wir. Ach, hier ist die andere Kleine, genau. Wir haben nämlich zwei Kleine. Dann wird die nämlich erstmal aufgerüstet hier. Okay. So, LKW-Manager. Wo ist der Schwarze? Müsste der sein, ne? Einer von den beiden? Genau. Das ist der. Warte mal kurz. Warte. Garagenmanager. Genau. Sie mit dem leistungsstarken LKW. So. Das heißt, du kommst zu unserer Stammwerkstatt. Hä? Nee. Wo ist denn unsere Werkstatt? In Lati? Ah ja. Kommst du nicht wieder nach da? Bam. So, die beiden sind in Lissabon. Und dann kommst du. Der kommt nach da. Du kommst nach da. Und der Weiße kommt an die Spitze. Bam. So nämlich. So, müssen wir noch die Fahrer umstellen. Da kommen jetzt auch die letzten drei. Nicht Fahrtenbuch. Startort ändern. So. Du kriegst den gelben. Du kriegst den blauen. Und du bekommst. Ach ja, never mind. Eben, wenn wir ein LKW wieder zu uns genommen. Das heißt, sie ist jetzt gerade kein LKW. Weißt du was? Weil wir gerade hier nochmal gesehen hatten. Eine Frau. Dann holen wir sie auch gleich mal noch mit ans Board. Ins Boot. Goddammit. Dann kommst du auch noch mit nach hier.
Aber sie ist eine hässliche Lücke. Bam. So, 380.000 reicht nämlich genau noch für zwei weitere LKWs. Fahrer, Manager. Na gut. Standort ändern. Ach, verdammt. Gut, dann musst du erstmal Standort ändern. Kommst du in die Mitte. Und du kommst an die Spitze. Da. Let's go. So. Jetzt brauchen wir noch zwei LKWs. Siehste? Wir können hier mal bei den Gebrauchtmarkt reingucken. Was wissen Sie ja preis? Ja, wobei so viel. Dafür, dass sie schon gebraucht sind. Und der Zustand schon ganz schön zu wünschen übrig lässt. Puh, weiß ich nicht. Und das sind die billigsten. Für Türks sind noch teurer. Naja. So, die Frage ist, was holen wir jetzt für LKWs? Wir haben diverse Volvos. Na gut, nee, wir haben gerade mal 10 Stück. Ich glaube, dann holen wir uns mal lieber wieder Scania. Weil Volvo haben wir jetzt schon zwei Sätze. Und alle anderen haben wir bisher nur einmal. Mal gucken, was viel teuer ist. Also Auswahl stehen Scania. Auf 125, sieht schon mal gut aus. Ansonsten war auch noch... haben wir von Duffy überhaupt schon bunte? Nee, ne? Oh, doch, haben wir. Auch 125, okay. Mercedes-Benz. Wie gesagt, also ich würde entweder Scania oder Mercedes-Benz jetzt holen. Spricht mich jetzt gerade irgendwie am meisten an. Und die kostet sogar nur 123.000. Ja. Dann wären es wohl die Mercedes-LKWs. So, das heißt, du kommst noch da. Und du kommst noch da. So. Gott, dass ich immer wieder Kredit nutzen würde, hätte ich ja nicht gedacht. Gut. Jetzt haben wir wieder ein paar mehr LKWs. Easy. Wow. So. Ein Heißluftballon. Hui. Oh, Züge. Auch wenn das ein sehr kurzer Zug ist, okay.
dann rechts abbiegen. Jetzt haben wir noch 21 Stunden vor uns, das heißt, ja, einmal 10 Stunden fahren, dann nochmal pennen gehen und dann nochmal 10 Stunden fahren, 10 Stunden pennen, 10 Stunden fahren, goddammit. Also zeitmäßig überhaupt kein Problem. Ah, unser Philipp P. Siehst du? Alter Natur. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es auch einen Philipp N gibt. Philipp. No, kein Philipp. Verdammt! Ich will Philipp N haben. Ach, dammit. Wie der schon bei Gelb direkt losfährt. Im Rückspiel sieht es so aus, als wenn alle drei Achsen hier unten wären. Ah ne, vorderste Achse ist doch oben. Natürlich wollen die beide auch noch links. Klarer Fall von, ihr wollt mich doch verarschen.
Eigentlich wollte ich das gerade machen, danke dafür. Warum ist der LKW so langsam? Sag mal, was ist denn los mit dem, Amanakräum? Oh, alter Leute. Kann man jemand das Schild dann wegnehmen? Klar, hängt natürlich wieder in der Motor. Ah, leg mich doch am Arsch. Warum überholt das Auto, wenn es bremst? Alter. Fahrt vorsichtig. Also mit dem Kuhfänger vorne bist du jetzt nur ein bisschen überarbeiten. Gerade auch wenn du so gegen Laternen fährst oder sowas. Ja, da ist halt das Problem, dass die Laterne quasi zwischen dem LKW und dem Kuhfänger sich halt auch festhängen und du dann da ohne mehr wegkommst, ne? Also so schön wie der Kuhfänger ist, er bringt in der Praxis eher Probleme. Vor allen Dingen ist ja nicht mal so, dass sie dir im Spiel irgendwelche Vorteile bietet, so. Du kriegst ja nicht weniger Schaden, nur weil du Kuhfänger dran hast. Ja, das heißt, obwohl es im echten Vorteile bietet, einen Kuhfänger zu haben, bringt sie im Spiel nur Nachteile. Alter, was ist das für Bremsspuren? Alter! Haben sie hier Fast and Furious gedreht oder was? Das ist ja schlimm. So viele Sonnenblumen. Wobei ich ja sagen muss, ich persönlich war noch nie ein so Sonnenblumen-Fan. Gibt es ja Leute, die feiern die Dinger regelrecht. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Überhaupt nicht meins. Ich meine, sieht das nicht hässlich, aber völlig überbewertet. So. Also das wird der Folge auch gewesen sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge denn dann wieder, wenn es dann heißt, die restlichen über 1000 Kilometer. Let's go!